Wir sind bereits mitten in der Scheiße drin. Ihr müsst aufhören, Tierprodukte zu verwenden. Hallo, ich erzähle euch mal kurz ein paar Sachen, die jetzt aus meiner Sicht vielleicht interessant sind und die ihr eventuell nicht mitbekommen haben könntet. Die größte Zerstörung der Erde ist tierische Produkte zu verwenden. Das ist das größte Problem im kurzfristigen Sinne und langfristig natürlich alles andere, was auch noch Kohlendioxid ausstößt und so. Aber die Landvernichtung und die Wasservernichtung kommt durch die Verwendung von tierischen Produkten. Und die Frage ist jetzt halt, also wie lange können wir noch die Erde auffressen und verbrennen, bis einfach nichts mehr da ist? Wir sind jetzt 2021 zum ersten Mal an dem Punkt, wo alle, absolut alle, wo es keine abweichende Meinung mehr gibt, sagen, wir müssen jetzt sofort Aufforstungen machen, ohne dabei aber natürlich die ganze Natur zu zerstören. Wir müssen auf pflanzliche Ernährung umsteigen. Es dürfen keine Tierprodukte mehr als Lebensmittel verwendet werden. Und wir müssen natürlich so Energiewende und sowas machen. Es gibt sehr, sehr, sehr gute Berechnungen für das Jahr 2050. Was wir alle noch erleben werden. Das sind die Bereiche in Europa, die unter dem Meeresspiegel liegen werden. Das ist eine sichere Berechnung. Die Reichswaterschaft ist zuständig für das Wasser in den Niederlanden. Was sie bereits gemacht haben, vor mehreren Jahren, die haben bereits die erste Deichlinie evakuiert. Wir sind bereits mitten in der Scheiße drin und es gibt niemanden mehr. Niemanden. Weder die Vereinten Nationen noch irgendwelche anderen Ministerien, die sich weltweit damit beschäftigen, die das anders sehen. Wenn ihr auf dieses Diagramm schaut, das ist von 2015, links auf der Achse, da seht ihr die Geschwindigkeit, wenn ihr so wollt, mit dem die Arten aussterben. Und auf der Achse, die flach und unten ist, seht ihr einfach Jahreszahlen. Und was ihr da seht, ist bei Säugetieren und normalen Wirbeltieren, also anderen Vertebraten zusammengefasst, da sind natürlich bei Wirbeltieren jetzt auch die Frösche drin, da seht ihr, dass die Kurve steil ansteigt. Und das, was die Leute nicht so richtig raffen, ist, dass Säugetiere und Vögel eine besonders steile Aussterbequote. Und wir sind also, wie ich das vorhin schon gesagt habe, einfach mal wieder mitten in der Scheiße drin, was das Aussterben angeht. Das Problem daran ist, das haben wir jetzt erst gelernt, seit wenigen Wochen, dass je weniger Tierarten wir haben, umso weniger gut können sich Parasiten, Parasitoide und so weiter verdünnen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt Coronaviren habt, dann sind die normalerweise bei irgendwelchen Fledermäusen. Und dann gibt es ganz viele Fledermausarten. Die haben ein sehr gutes Immunsystem, die Fledermäuse. Das heißt, solange die Coronaviren bei denen rumgeistern, ist das das übliche Spiel der Kräfte. Manche sterben, andere nicht und so. Das Überleben der besser Angepassten. Wenn wir jetzt in diese Lebensräume eindringen, weil es immer mehr Menschen gibt, was noch gar nicht mal das Problem wäre, jetzt dringen wir in die Lebensräume ein und fangen uns diese Erreger. Die springen über und dann auf einmal haben wir sehr viele von den Erregern. Während normalerweise wären das ganz viele verschiedene Tierarten und dann wären einfach nicht so viele Erreger unterwegs. Weil jeder Erreger natürlich auf bestimmte Tiergruppen angepasst ist. Das heißt, je weniger Tiergruppen ihr habt, umso konzentrierter, also umso häufiger habt ihr einen bestimmten Erreger. Das ist wie, wenn ihr einen Wald habt und da sind nur Birken drin. So, wenn ihr jetzt irgendeinen Birkenschädling habt, dann könnt ihr euch vorstellen, was in der Monokultur aus Birken passiert. Da sind die Birken alle am Arsch. Wenn ihr einen Mischwald habt, wo alles Mögliche drin ist, dann sterben vielleicht einige der Birken, aber wahrscheinlich noch nicht mal alle, weil die Abstände zwischen den Birken größer sind. Da seht ihr jetzt ein echtes Naturschutzgebiet im echten Krefeld. Dieses Zelt ist eine sogenannte Malaise-Falle. Das heißt einfach nur, ich habe ein Zelt aus einem Netzchen und locke Tiere da rein und die Tiere sterben dann da drin. Und das machen die Kollegen in Krefeld schon sehr, sehr lange. Und dann haben sie festgestellt, vor ein paar Jahren, oh, 3/4 der Insekten sind weg. Und zwar nicht nur der Biomasse, also das, was man auf die Waage legen kann, sondern auch der Arten. Leider hat sich das weltweit bestätigt. Ich zeige das mal, wenn man eine Faktorenzerlegung macht. Ihr seht links, wie sehr ein bestimmter Einfluss dazu führt, dass die Insekten verschwinden. Das konnte man ja ausrechnen, weil die haben das ja die ganze Zeit gemacht und machen das auch immer noch. Und jetzt gehen wir mal da durch. Da seht ihr zum Beispiel, die Temperatur hat gar nicht den Einfluss, den man meinen könnte. Das hat so ein bisschen einen Einfluss. Dann würde man denken, okay, wie ist es mit der Vertrocknung? Hat schon einen größeren Einfluss, aber es schlägt auch nicht so durch, wie es nötig wäre, um zu erklären, dass so viele Tiere weg sind. Besonders ist die Trockenheit auch gar kein so stark negativer Einfluss. Das könnt ihr da auch noch sehen, das geht also nach oben. Der größte Einfluss ist der, den ihr ganz links seht, Unknown. Dann haben alle gesagt, ja, was heißt denn hier Unknown? Das ist doch Bullshit. Wir wissen doch, dass direkt neben dem Naturschutzgebiet werden die sogenannten Neonicotinoide benutzt. Das sind weltweit verbreitete Pflanzenschutzmittel. Guckt euch mal an, wie giftig die sind im Vergleich zu einem Gift, was uns in den 60er, 70er, 80er Jahren total beängstigt hat. Und das wäre die Zahl 1. Also das ist verboten worden auf der ganzen Welt. Und jetzt guckt euch mal an, wie giftig die heutigen sogenannten Ackergifte sind im Vergleich zu dem damaligen DDT. Zum Beispiel Clothianidin ist 11.000 Mal schädlicher für Insekten als DDT. Ihr müsst aufhören, Tierprodukte zu verwenden. Das sind die Daten von den Vereinten Nationen und von allen Berichten, die jemals rausgekommen sind in der letzten Zeit. Das ist die einzige schnelle Möglichkeit. Dann die großen Aufforstungssachen, dann natürlich Energiewende und dann kommen natürlich Plastik und so weiter, obwohl das in dem Zusammenhang gar nicht so eine große Rolle spielt, interessanterweise. So, jetzt könnt ihr Fragen stellen.
Sehen Sie das denn wirklich so, dass wenn wir jetzt komplett vegan werden würden, ob das auch wirklich was bringt? Also erstens zu dem Veganen. Vegan hilft sehr viel und sofort. Drei Viertel, mindestens drei Viertel, eher mehr des gesamten Süßwasserverbrauchs und Landverbrauchs auf der Erde gehen zu Lasten von Tierproduktion für Nahrungsmittel und dergleichen. Das ist sehr, sehr gut untersucht, schon seit 10 Jahren ungefähr. Das heißt, jeder einzelne Mensch, der keine Tierprodukte mehr verwendet, gibt persönlich drei Viertel der Landfläche, die er sonst verbraucht hätte, mehr als drei Viertel und mehr als drei Viertel des Wassers und auch des Kohlendioxidausstoßes frei. Der vegane Scheibenkäse ist ja auch in Plastik drin. Ja, stimmt. Aber es sind trotzdem drei Viertel weniger Wasser und drei Viertel weniger Wald und drei Viertel weniger CO2. Wir wollten in dieser Gruppe einfach mal fragen, ob Sie zum Beispiel Insekten eher als Essen der Zukunft sehen oder ob es rein pflanzliche Ernährung sein müsste. Der wissenschaftliche Stand der Dinge ist, dass wenn die Menschen weiter Eier, Milch, Fleisch und so weiter verbrauchen, wird das nichts mehr nützen und es ist auch egal, ob du dann Insekten oder sonst was dafür nimmst oder Fische oder Shrimps oder so. Das erzeugt immer exakt dasselbe Problem. Herr Benneke, Sie sprechen die ganze Zeit von vegetarischer bzw. veganer Ernährung, nur von Pflanzen. Macht es das denn besser? Denn das Problem ist, sobald man sich nur noch von Pflanzen ernährt, geht ganz, ganz, ganz viel Fläche für die Pflanzen drauf. Und selbst wenn dadurch Tierarten geschützt werden können, können dadurch auch alle Pflanzenarten geschützt werden. Wird das auch irgendwie erforscht? Drei Viertel aller Pflanzen werden hergestellt, um Tiere zu füttern. Ein Hamburger verbraucht 25 Kilo Getreide. Ich rede nicht von vegetarisch. Vegetarisch nützt überhaupt nichts. Ich rede von vegan. Wenn du dich nur von Pflanzen ernährst, du persönlich in diesem Moment sorgst dafür, dass drei Viertel weniger Wasser und Landfläche verbraucht werden. Das ist überhaupt kein Problem. Also da wird nicht mehr Land verbraucht, sondern es wird viel weniger Land verbraucht. Also mindestens drei Viertel der Landfläche werden dann wieder frei und des Süßwassers. Und zum Artenschutz nochmal. Also warum ist es überhaupt wichtig, diese freien Landflächen zu haben und viele Sorten von Pflanzen und Tieren, weil die wieder den natürlichen Kreisläufen unterliegen und dadurch hast du für Menschen diesen Verdünnungseffekt, aber gleichzeitig kann wieder mehr CO2 gebunden werden. Also vegane Ernährung ist wirklich eine der ganz wenigen Dinge, die idiotensicher sind. Wir hatten ja jetzt gesagt, dass vegetarische Ernährung überhaupt nichts nützt und ich wollte da nochmal nachfragen, warum genau. Also einen winzigen Effekt hat es. Aber nach wie vor beteiligst du dich dann halt an der ganzen Tierfolterei. Du könntest vielleicht von der Energiebilanz vielleicht ein klein bisschen besser abschneiden, aber solange Milch und Eier verwendet werden und Leder und so, das Fleisch würde man dann wegschmeißen. Also es könnte sich tatsächlich lohnen, einen Gewinn vorher zu erwirtschaften und den Rest wegzuschmeißen. Ist das nicht auch so, dass man nicht alle Nährstoffe abdeckt durch vegane Ernährung? Also dass man theoretisch auch noch irgendwelche extra Pillen oder Medikamente zu sich nehmen müsste, damit man noch ein gesundes Immunsystem und so hat. Du kannst dich mit veganer Ernährung vollkommen problemlos ernähren. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst nur B12 dazu nehmen. Und B12 kann man komplett ohne Tiere gewinnen. Ich dachte sehr lange noch, was ist mit Selen, was ist mit Eisen, also so Krimskrams-Sachen noch, so Kleinkram. Der war nicht richtig untersucht. Aber das ist mittlerweile auch von genügend Arbeitsgruppen behandelt worden. Das hängt damit zusammen, du kriegst viel weniger Krankheiten, wenn du dich so ernährst von Pflanzen. Und die Krankenkassen haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Leute sich gesund ernähren. Die finanzieren dann diese ganzen Studien. Sie hatten ja gesagt, dass sich das aber dennoch eigentlich alles dieses Jahr komplett ändern müsste, damit es überhaupt noch Hoffnung gibt, sage ich mal. Sehen Sie denn überhaupt positiv? Also Hoffnung ist nicht das Thema. Das Problem ist lösbar durch Arbeitsleistung und Geld. Die Frage ist nur, wie viel Arbeitsleistung und wie viel Geld und wie viele Menschen können mitmachen und wie viel Infrastruktur ist da noch vorhanden? Also Süßwasser, Rechnerleistung, Energie, Menschen, die eine gute Ausbildung haben. Also ich will nur noch mal eine Sache dazu sagen. Also nochmal, das Vegane und so weiter, das ist nur ein Baustein, der aber sofort wirkt. Wo also sozusagen, wenn euch die Leute volllabern wollen, könnt ihr sagen, ja, aber ich treffe jetzt diese Entscheidung, drei Viertel des Wassers, der Luft, der Landfläche und so weiter nicht mehr zu nutzen. Aber natürlich ist es gleichzeitig das, was Fridays sagt, und hat genauso wichtig, dass man natürlich die großen politischen Sachen durchdrückt. Denkt dran, die Leute haben echt Angst vor euch. Wirklich. Seit Fridays haben sich die Spielregeln geändert.